Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Supermarket Simulator. Wir haben uns in der letzten Folge eine neue Produktlizenz gekauft. Unter anderem bieten wir jetzt Lasagne an oder Hackfleisch oder Bacon oder Schinken und Kochschinken und ja, auch noch natürlich andere Produkte hier, so Hähnchenschenkel und so weiter. Und ja, wir müssen jetzt auf jeden Fall in dieser Folge mal schauen, dass wir diese neuen Produkte hier ins Regal oder ins Lager einsortiert bekommen. Hier wollte ich diese Fleischsachen alle reinstopfen, wie zum Beispiel Hackfleisch und so weiter, soll hier noch einen Platz finden. Ja, dann haben wir ja noch die anderen Verpackungen, da muss ich dann mal schauen. Hier hätten wir ja auch schon so Pappschachteln, dass wir das irgendwie vielleicht dann da oben noch mit reinstopfen. Da haben wir es wenigstens in der Nähe. Da müssen wir dann mal gucken, wie wir das alles einsortieren. Und wir müssen auf jeden Fall in dieser Folge wieder Produkte nachbestellen. Leider ist in der letzten Folge einiges leer gegangen. Aber gut, wir haben 3812 Geld zur Verfügung. Produktpreis hatten wir, glaube ich, schon angepasst in der letzten Folge. In dieser Folge machen wir dann erstmal weiter mit den Rechnungen. Und zwar wollen die ja auch bezahlt werden. Dann haben wir noch 3560 Geld übrig. Und mit dem Geld werden wir jetzt also erstmal wieder den Lagerbestand ein bisschen auffüllen, bevor wir dann den Markt eröffnen. So, das sind hier die ganzen neuen Produkte. Die haben wir noch überhaupt nicht auf Lager. Und das heißt, davon müssen wir auf jeden Fall mal Kisten bestellen, damit wir hier die auch ins Lager einsortieren können. Insgesamt kostet das jetzt schon fast 1000 Geld, nur für diese Produkte, für die neuen, um die einzusortieren. Es ist natürlich echt heftig, die jetzt irgendwo dann hier schön auf Vorrat mal aufzubauen. Da müssen wir mal schauen, sowieso, wie wir das jetzt hier alles unterkriegen. Also, da oben wäre auf jeden Fall noch ein doppelter Slot frei. Problem ist aber, wir haben noch ganz, ganz viele Sachen, neue Produkte, die wir einsortieren müssen. Ich würde dann fast vielleicht nochmal zu einem weiteren Regal noch tendieren, dass wir das vielleicht auch noch dazu nehmen. Oder nee, komm, wir sortieren das dann auch erstmal. Packt das jetzt auf jeden Fall erstmal da oben mal hin und wir sortieren dann den Rest, der übrig ist, den sortieren wir einfach dann hier drüben in das andere Regal noch mit rein. Zum Beispiel das jetzt, da ist kein Platz mehr dafür da, weil das hier, okay, jetzt hat der Kollege schon die Kiste rausgenommen, wollte ich eigentlich da doppelt noch markieren. Das wollte ich auch noch mit der anderen Kiste machen. Nicht wundern, falls ich vielleicht irgendwie noch so ein bisschen mehr verpeilt bin als sonst. Ich bin immer noch verschnupft, genauso wie in der letzten Folge. Ich nehme diese Folge direkt im Anschluss von der letzten Folge auf und da kann man dann schon mal ein bisschen verpeilt sein. Jetzt wollte ich mir gerade nochmal hier das Hackfleisch schnappen und das da auch doppelt machen. Aber nee, beziehungsweise Hackfleisch brauche ich nicht doppelt machen, weil das auch die Kistengröße ist. Aber hier von den Kisten muss ich das halt immer doppelt markieren, weil so ein Slot reicht dafür nicht aus. Also haben wir so mit getan. Dann gucken wir mal hier, aber da haben wir die Lasagne. Die muss ich auch noch irgendwo unterkriegen. Würde ich jetzt einfach mal, wobei, wenn ich das hier doppelt mache, habe ich wieder keinen Platz für Fleisch. Hier hätten wir auch noch Platz in dem Regal. Ich würde das jetzt einfach mal hier nebenan reinstopfen. Das müssen wir früher oder später wieder ordnen. Das ist jetzt momentan ohne Ordnung irgendwo eingeräumt. Da muss ich auf jeden Fall nochmal ran. So, wir hätten hier dann den Lachs. Da unten, bin gerade überlegen, ob wir da neben was stopfen, weil dann haben wir da auch den Slot mal voll. Ist nicht schön, aber selten, was ich da gerade mache. Aber Hauptsache, wir haben es erstmal einsortiert. So, da habe ich den Bacon quasi oder den Schinken. Und hier hätten wir noch die Hühnerbeinchen. Hähnchenschenkel packen wir auch mal hier mit rein. So. Jetzt hätten wir da oben dann doppelt Platz. Wir hätten da doppelt Platz. Wäre halt schön, wenn ich da auch irgendwann mal für ein Regal mache. Dass wir nur diese Pappschachteln auch in einem Regal mal drin haben. Oder halt so gut wie möglich. Es wären zwei Slots, die wir da brauchen. Das könnte ich leer räumen und das könnte ich, beziehungsweise, doch, das Humus könnte ich quasi umziehen. Wollen wir das machen? Komm, wir nehmen das Fischzeugs hier gerade mal raus. Das packe ich jetzt gerade mal da drüben rein. So und so und so. Dann nehmen wir doch gerade einfach mal hier die Kiste wieder raus und stopfen die mal da drüben hin. Hoppala. Kann ich das da wieder entfernen und den Humus würde ich auch mal umziehen. Den könnte man theoretisch hier drüben mit reinstopfen. So. Und dann nehme ich hier das auch wieder mit raus und dann kommt da drüben diese Kiste hin. Genau. Und Humus machen wir doppelt hier. Ja. Kann man, glaube ich, erstmal so machen. Der Schinken muss halt nochmal nachbestellt werden. Der kommt dann auch noch hier rüber. Ja gut, das kriegen wir hin. So, Markt. Genau, von dem Zeug brauchen wir auf jeden Fall nochmal was. Und dann würde ich gar nicht, glaube ich, von den neuen Sachen noch mehr bestellen, sondern würde jetzt erstmal dann schauen, dass wir die Bestandsprodukte auch wieder hier
ein bisschen auf Vorrat bekommen. So, dann kann ich nämlich hier das Etikett auch wieder entfernen. Habt ihr nichts mehr zu tun? Was ist denn hier los? So, also. Den habe ich jetzt da drüben hingestopft. Gut. Okay. Das heißt hier, das kann ich auch doppelt machen. Jo. Das wäre doch auf den ersten Blick erstmal in Ordnung. Gut, jetzt brauchen wir natürlich unsere finanziellen Mittel, um hier die Lager wieder aufzufüllen. Ich habe zwar geschaut, dass wir nicht ganz so viel Produkte leer bekommen hier im Lager, aber trotzdem, dadurch, dass ich halt jetzt bei der letzten Ladenöffnung mich um die neuen Produkte gekümmert hatte, ist natürlich hier im Markt, im Lager einige Kisten leer gegangen. Reiniger brauchen wir auf jeden Fall. Und davon bräuchte man 4 Kisten, dann hätten wir das Regal wieder komplett voll. Geschirrspültabs brauchen wir auch 4 Kisten. Nehmen wir auch mal 4 mit. 1, 2, 3, 4. Dann hätte ich noch 2 Slots frei für die Bestellung. Gut, ist die Frage, was wollen wir da mitnehmen? Wir könnten braunen Zucker mitnehmen. Wir könnten aber auch schon mal Toastbrot mitbestellen. Brot, sagen wir hier, zack, zack, nehmen wir 2 mal mit. Muss ich halt gleich nochmal 2 mal bestellen. Aber ich sortiere erstmal die Sachen hier ein, dann können nämlich die Kollegen schon mal anfangen, das wieder einzuräumen. Falls da noch irgendwas eingeräumt werden muss, ich weiß ja nicht so genau. So, aber bis jetzt ist noch keiner losgeschossen, also gehe ich mal davon aus, dass der Reiniger gerade im Markt einigermaßen voll ist. Da haben wir die Geschirrspültabs. Geschirrspültabs werden aber anscheinend nachgefüllt, genau, da ist direkt einer mal losgerannt. Und ja, auch natürlich, weil ich ja diese Folge direkt im Anschluss von der letzten Folge aufnehme, falls ich mich einfach mal mute und einfach hier so regungslos stehen bleibe, da nicht wundern, dann musste ich wahrscheinlich niesen oder Nase putzen und habe einfach mich mal schnell gemutet und bin mal kurz stehen geblieben. So, nur dass ihr noch Bescheid wisst. So, dann packen wir die ganzen Geschirrspültabs gerade mal ins Regal noch rein, beziehungsweise hat sich ja gerade schon ein Kollege eine Kiste rausgenommen. Ah, ich habe das falsche Toastbrot bestellt, das ist die kleine Packung. Ich habe falsch geguckt, das ist die kleine. Verdammt, die brauchen wir eigentlich. Naja. Passiert. Dann muss ich die großen Kisten, beziehungsweise die große Packung Toastbrot gleich erstmal woanders bunkern. Aber ich hatte ja nicht so viel von denen nachbestellt, waren ja nur 2 Kisten, glaube ich, die ich da geordert hatte. Mehr Platz war ja nicht mehr frei. So, ich muss mich gerade mal ganz kurz muten, bin gleich wieder da. Geh mir tatsächlich die Taschentücher hier aus. Eieiei. Oh, bitte nicht überfahren. Danke. Das war knapp. Knappe Sache. So, also hier, das Toastbrot ist voll auf jeden Fall. Gut, dann brauchen wir noch Toilettenpapier. Dann hätten wir das oder die Seite schon mal fast wieder gefüllt. Toilettenpapier sind es 4 Kisten. Genau. Dann wäre das wieder voll. Geschirrspültabs ist jetzt eine Kiste wieder weniger. Ist aber nicht so wild. Was wir dann auf jeden Fall noch brauchen, sind Kartoffeln. Brauchen wir auch 4 Kisten. 1, 2, 3, 4. Dann wäre hier das Eck auch schon mal gefüllt. Von Kartoffelpüree haben wir noch da. Mehl haben wir noch da. Da brauche ich erstmal nichts nachbestellen. Da auch nicht. Tee wird knapp, aber brauche ich auch erstmal nicht nachbestellen. Salz wird knapp. Was wir erstmal wichtig brauchen, wäre Puderzucker. Ich gebe einfach mal Zucker ein. Oh, da habe ich jetzt 2 nur auf die Liste setzen können. Dann machen wir nochmal hier 2 mit drauf. Dann brauner Zucker brauchen wir nicht unbedingt. Wir brauchen aber 6-mal den anderen Zucker. Genau, einmal den und dann einmal davon auch nochmal 6 Stück. Oder waren 6 Stück? Genau, war ja auch komplett leer. Da muss ich gerade wieder bestellen. Dann nochmal 4 Stück von dem draufsetzen. So habe ich somit getan. Genau, dann haben wir hier die Nudeln sind leer, Spaghetti sind leer. Oh Gott, mein Geld geht wieder all. Nudeln brauchen wir 4-mal das und Spaghetti brauchen wir 4-mal. Brauche ich noch 2-mal. Macaroni sind auch leer. So. Reis ist noch in Ordnung, ist nicht leer, brauche ich also nicht nachbestellen. Chips sind nicht komplett leer, bestelle ich jetzt auch erstmal nicht nach. Was komplett leer ist, sind noch die Süßigkeiten. 1, 2, 3, 4... 5, 6. So, dann haben wir das auch auf der Liste. Dann sind hier die Müsli-Packungen leer. Brauchen wir auch noch. Müsli. 1, 2, 3, 4. So viel Geld habe ich nicht mehr.
Na gut, dann müssen wir gleich so erstmal den Laden eröffnen. 6er Packung Milch wird wahrscheinlich jetzt gleich ein Streitthema werden, wenn sich die Kunden draufstürzen. Ach du Kacke. Ja, oh, Tommy hat mal wieder ein bisschen was bestellt. Das ist immer schön. Oh Mann, das wäre so nice, wenn jetzt die hierher stürmen würden und würden das alles ins Lager einsortieren. Das wäre sowas von nice. Bin mal gespannt, wann das nächste Update kommt und was das Update beinhaltet, weil momentan weiß man noch nicht so genau, was da kommt. Also auf dem Discord-Server habe ich nichts gelesen von dem Spieleentwickler, was da demnächst kommt. Na klar, die Entwicklung geht natürlich weiter, aber momentan ist es da so ein bisschen ruhig geworden, was die Neuigkeiten, Ankündigungen betrifft. Aber kann ich auch nachvollziehen, weil der Entwickler hatte ja auch, als die Mitarbeiter hier eigentlich rauskommen sollten, hat er ja auch angekündigt gehabt, jo, das wird jetzt demnächst kommen. Und dann hat sich das verzögert und verzögert und verzögert. Und dann hat sich das noch mehr verzögert. Dann sind Wochen vergangen und niemand wusste genau, jo, wann kommt das Update jetzt? Und ja, bevor er halt dann wahrscheinlich was Falsches sagt oder was Falsches ankündigt, was dann doch erst viel später kommt, wahrscheinlich wird der Entwickler da jetzt auch einfach nichts sagen, dann irgendwann das Update raushauen, denke ich mal. Ich weiß aber nicht genau. Bin trotzdem gespannt, was so als nächstes hier reinkommt. So, da haben wir noch Spaghetti. Dann haben wir jetzt hier noch den Zucker und die Süßigkeiten. Die hatte ich da oben. Nochmal Süßigkeiten. So. Da haben wir nochmal eine Packung. Müsli. Ja, da rennen die Mitarbeiter halt direkt jetzt wieder los und machen die Regale wieder leer. Aber gut, muss halt gemacht werden. Es war schwer, so die Regale zu füllen, aber ist ja egal. Hauptsache, der Markt ist voll. So. So. Ihr hattet auch Vorschläge in die Kommentare geschrieben, wie man dieses Einräumen ins Lager ein bisschen vereinfachen könnte oder sich ein bisschen die Laufarbeit sparen könnte. So Ideen, was der Entwickler halt reinarbeiten könnte. Und da kam auch unter anderem der Vorschlag, ja, das, die ganzen Sachen auf Paletten oder Rollis halt anzuliefern. Wäre auch eine Möglichkeit auf jeden Fall, um Laufwege zu sparen. Ja, wenn man sich so vorstellt, ja, und dass hier palettenweise die Sachen hingestellt werden, man würde die Paletten dann halt ins Lager karren, was halt hier nicht möglich ist, weil ihr seht es ja selber, das Lager ist irgendwie, ich finde das Lager ist irgendwie nicht geil. Also von der Bauart, ja, dass hier Treppen runterführen und so weiter und da Treppen wieder hoch, finde ich irgendwie nicht passend. Das wäre schön gewesen, alles auf einer Ebene. Dann hätte man so Sachen mit Palette oder Rolli halt auch besser umsetzen können. Und dann hätte man es halt so gehabt, dass viele Kisten quasi auf einem Gefährt draufgestanden hätten, sagen wir es einfach mal so. Und man hätte es einfach hier ins Lager gekachert und hätte es dann im Lager halt ausräumen können und sortieren können. Ja, hätte auf jeden Fall Laufarbeit gespart. Ja, und wäre somit eine Vereinfachung gewesen. Aber es ging, der Vorschlag ging halt nicht nur darum, die Sachen halt so ins Lager zu karren mit Paletten oder halt Rollis, sondern man hätte dann auch mit Rollis Produkte in den Markt halt räumen können, was auch nochmal hätte ein bisschen Laufarbeit gespart. Finde ich eine nette Idee. Wäre auch sehr realitätsbezogen, aber ich glaube nicht, dass sowas hier in das Spiel reinkommt. Aber wäre, wie gesagt, auf jeden Fall auch eine nette Idee, um auf jeden Fall so als nächster Zwischenschritt das Laufen ein bisschen zu verringern. Aber ich weiß, wie gesagt, nicht, was demnächst dann kommt hier für das Spiel. Da müssen wir uns alle überraschen lassen. Aber ich glaube halt nicht, dass der Entwickler sowas wie Rollis oder Paletten oder sowas hier reinarbeiten würde, weil dafür müsste das komplette Lager wieder umgebaut werden, weil das geht halt hier runter. Das kannst du halt, da kannst du halt nicht mit dem Hubwagen mit einer Palette runterrattern, das geht halt nicht. Oder auch mit dem Rolli kannst du das da nicht runterschubsen. Ich meine, man könnte theoretisch eine Rampe kaufen, vielleicht als Upgrade und könnte das dann da drüber holen, runterkarren. Aber spätestens hier hört es dann wahrscheinlich auf. Ich weiß es nicht. Naja. Mal schauen, was da noch so kommt. So, das müsste nochmal Toilettenpapier sein, genau. Kartoffeln haben die Leute direkt, oder die Mitarbeiter direkt wieder rausgeschnappt aus dem Lagerregal und haben das direkt aufgefüllt. Das heißt, Kartoffeln müssen wir gleich auch nochmal nachbestellen, aber ich habe halt jetzt kein Geld mehr. Ich habe halt jetzt kein Geld mehr, das war's halt. Das heißt, wir können den Markt eigentlich eröffnen und ich muss halt gucken, dass ich wieder Sachen nachbestelle, während der Markt offen ist. Wie zum Beispiel 6er Pack Milch ist komplett leer, weißes, beziehungsweise Wasser mit dem weißen Logo, Wodka ist leer und so weiter und so fort. Ja gut, das kriegen wir hin. Ich mache mal den Laden auf. Und würde jetzt nochmal ganz kurz hier pausieren. Ich muss mir unbedingt neue Taschentücher holen. Bin gleich wieder zurück.
So, da bin ich wieder zurück. Laden hatte ich, glaube ich, eröffnet, oder? Genau, steht offen da, ist also alles startklar. Gut, dann hoffen wir mal, dass wir alle Kunden glücklich machen heute an dem Tag. So sieht's aus. So, wir haben auf jeden Fall von den Produkten auch einiges da, aber da könnte noch ein bisschen was nachgefüllt werden, aber es ist einiges auf jeden Fall auf Lager. Hackfleisch könnte man auch noch mal ein bisschen mehr hier auf Lager bringen. Ja gut, erstmal die wichtigen Sachen nachbestellen und dann kümmern wir uns um den Rest. So, Viererpack Eier müssten wir auch noch mal irgendwann nachbestellen. Hier ist auch schon wieder alles ein bisschen leerer. Naja, Apfelsaft muss ich gerade mal nachschauen. Haben wir davon noch was hier im Markt drinne stehen oder ist der Apfelsaft auch leer? Okay, Apfelsaft haben wir hier noch doppelt drinne. Ja, das ist so ein Regal. Wenn wir da noch Getränke reinkriegen, das wäre nicht so das Thema, weil wir könnten hier auf jeden Fall Milch nochmal rausnehmen, ja, aus einem Regalfach, ja, oder auch Apfelsaft. Da hätten wir hier noch zwei Slots frei. Das wäre auch nicht so das Thema. Ich will gerade nochmal hier nachschauen. Verwaltung, Lizenzen. Soda. Da hätten wir eigentlich schon für die meisten Produkte Platz. Es wird dann nur um zwei Produkte gehen bei der Produktlizenz, die wir nicht so gut unterbekommen würden wahrscheinlich. Getränke würden wir unterkriegen. Wir haben hier noch zwei Slots frei. Wir hätten dann hier noch zwei Slots frei. Das würde weniger ein Problem sein. Der Kaffee wäre dann eher schon ein Problem. Ja, wir hätten ja dann noch eine andere Röstung, eine mittlere Röstung. Das wäre dann ein bisschen doof. Kommt dann natürlich auch drauf an, ob die Getränke von der Lizenz, ob die dann halt gekühlt werden müssen oder nicht. Hellbrauner Zucker wäre halt auch ein Problem. Weil Zuckerregal wäre eigentlich voll an sich. Aber da hatte ich ja auch schon gesagt gehabt, man könnte hier notfalls eine Sorte Mehl rausnehmen, weil das haben wir ja doppelt zum Beispiel. Das könnte man ja machen und könnte dann hier den Zucker noch unterbringen. Also das wäre weniger das Problem. Größtes Problem wäre meiner Meinung nach die Kaffeeröstung. Wobei man das auch lösen könnte, auf jeden Fall. Man könnte hier eine Reihe Toastbrot rausnehmen, da hätte man hier Kaffee, Kaffee, Kaffee. Ist dann alles in einem Eck, würde auf jeden Fall auch noch passen. Ja, sehe ich jetzt auch nicht so schwarz an oder sehe ich auch nicht so schlimm. Sieht auch nicht so verkehrt dann aus, sagen wir es so. Ja, ich glaube, das könnte man theoretisch machen. Überlegen, ob man es noch irgendwie anders machen könnte. Tee und Toastbrot zusammen. Nee, das wäre aber auch irgendwie doof. Nee, aber man könnte hier tatsächlich auch einmal Toastbrot rausnehmen. Könnte dann hier Kaffee. Also ich glaube, dass wir uns doch noch die andere Lizenz dann kaufen werden. Wo wir halt dann wirklich die Arschkarte gezogen hätten, wäre, wenn die ganzen Getränke nicht gekühlt werden sollen. Da hätte ich gerne Info zu, eigentlich hier im System drin, ja, dass wenn man hier die Lizenzen sieht, dass dann da steht dahinter noch, ja, gekühlt, ungekühlt, das wäre so hilfreich, so kauft man das auf gut Glück, weil man denkt, ja, man hat ja eigentlich Platz und am Ende hast du keinen Platz für. Das ist dann ein bisschen doof. So, ich muss jetzt mal ein paar Sachen hier nachbestellen. Und zwar Müsli ist ein bisschen knapp, aber ist noch okay. Ich kümmere mich erstmal hier um das Wichtigste. Viermal das, dann brauchen wir Bierfässer viermal. Drei, vier, dann haben wir das auch. So, Wasser mit weißem Etikett zweimal, dann haben wir 10 Produkte. Ich bin mein ganzes Geld fast wieder los und die Kunden sind hoffentlich wieder glücklich. So, räumen wir gerade erstmal die großen Kisten ein. So, da haben wir nochmal ein Bierfass. Rein damit. So, das ist ein ganz wichtiges Produkt. Das wird sehr häufig gekauft. Ist sehr schnell leer aus den Regalen raus. So, dann geben wir den Kollegen hier wenigstens wieder ein bisschen was zu tun. Jo, die haben sich direkt mal hier die Packung geschnappt. Das Wasser füllen wir gerade noch schnell auf. So, jetzt haben wir schon wieder fast 1000 zusammen verdient. Das heißt, hier kann ich weitermachen mit den Bestellungen. Also, Apfelsaft könnte man theoretisch dreimal bestellen. Wodka bräuchte man noch. 1, 2, 3. Wodka. Da habe ich, glaube ich, nur einen Zweier-Slot frei für Wodka. Genau, dann bräuchte man diese Soda oder Cola. Ist auch nur ein Zweier-Slot. Bestellen wir es gerade einfach mal so.
Wodka. Da oben. Muss gerade mal das Licht einschalten, sonst ist es gleich wieder so dunkel und dann kaufen die Kunden wieder im Dunkeln ein. Dunkeln einkaufen ist blöd. Vergessen, eine Kiste mitzunehmen. So. Ja, ich muss gerade mal nochmal ganz kurz pausieren, bin gleich wieder da. So, wieder zurück. Habe ich eigentlich schon mal erwähnt, dass ich es hasse, verschnupft zu sein? Es ist einfach nervig. Na gut, gibt Schlimmeres. Ich bin da eigentlich recht hart im Nehmen und lasse mich eigentlich von so Krankheiten selten unterkriegen, aber es ist, nervt halt einfach. Es ist einfach nur störend. Ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, es geht zu Ende mit mir. Nein, es ist einfach nur nervend. Es nervt einfach nur, stresst nur, verschnupft zu sein. Na gut, so, wir haben wieder 1457 Geld zusammen. Ich muss damit jetzt gerade mal hier Wasserflaschen mit blauem Logo bestellen. Nehme ich einfach mal 2 Kisten mit. Ansonsten, das war dieses neue Zeug, oder? Oh Gott, ich erkenne das gerade richtig schlecht. Was ist denn das nochmal? Okay, das ist wirklich das neue Zeug. Gut, davon brauchen wir auf jeden Fall auch neu, beziehungsweise mehr Produkte. Das müsste das hier sein, das Schinkengebäck. Ja, sind wir schon wieder bei einer ordentlichen Summe. Dann hätten wir das da oben aber auch mal schön voll. Sushi groß bräuchte man wieder. Hier unten hätten wir das andere neue, glaube ich. Da muss ich gerade auch nochmal schauen, was das überhaupt nochmal war. Das müsste das hier sein. Boah. Jackpot. Unglaublich teuer. Aber gut, wenn die Kunden das kaufen, dann mache ich auch eigentlich gut Gewinn. Und wenn ich davon halt auch mal einen Vorrat da habe, dann habe ich halt auch mal einen Vorrat da. Dann brauche ich das nicht so oft nachbestellen. Dann tut es nicht mehr so sehr im Portemonnaie weh. Gut, dann haben wir auf jeden Fall von den Produkten genug. Wasser mit blauem Etikett. Nochmal blaues Etikett. Ups, das ist die Sushi. Brauchen wir auch mal ein bisschen mehr wieder. Das ist auch so eins der Produkte, die sehr schnell leer sind. Und das ist auch, was doch recht häufig auch gekauft wird. So, das müsste das hier sein. Gut. Dorthin. Gut, okay. Dann brauchen wir Pommes. Oh, wir haben schon wieder... Nein, wir haben schon wieder... Bestellzeit ist vorbei. Nein. Verdammt. Habe ich nicht drauf geachtet. Okay, 4-mal Pommes. Dann haben wir davon auch wieder einiges auf Lager. Krabbensticks brauche ich jetzt nicht so unbedingt. Lasagne wäre aber noch ganz cool. Lasagne haben wir nämlich auch noch gar keinen Vorrat angelegt gehabt. Lasagne. Genau. 1, 2, 3. Oh, 1040 schon wieder. Also die neuen Produkte, die werden immer teurer, habe ich das Gefühl. Ja, Thunfisch bräuchte man auch nochmal. Und ich habe vergessen, Hähnchen nachzubestellen, oder? Ah, aber wir haben noch da. Also, Thunfisch. Sind wir bei 1273 Geld. Ich kann halt jetzt aktuell nichts weiter nachbestellen, weil Bestellzeit ist wieder vorbei. Aber das Schöne ist, hier füllt sich jetzt langsam wieder. Lager wird langsam wieder ein bisschen voller. Schauen dann demnächst nochmal hier auf der Seite nach. Gucken, was eigentlich so die neuen Produkte machen. Ob die gut gekauft wurden oder nicht. Ja, sieht doch eigentlich ganz gut aus. Es wurde auf jeden Fall was gekauft. Vielleicht nicht ganz so viel von den Sachen. Wobei hier unten, weiß ich nicht, war das so, schon vorher so leer. Und das hier hatte ich, glaube ich, auch nur so reingeschmissen. Wurde, glaube ich, von den Sachen nicht ganz so viel gekauft. Aber hier Hackfleisch ist auf jeden Fall ein bisschen weniger geworden. Ist ja schon mal ganz nett. Und hier die Kisten wurden halt gekauft. Hier das Fertigfraß. Was man einfach in den Backofen schmeißt und gut ist. Aber ich muss sagen, ich bin ja eigentlich jemand, der total gerne selber kocht. Ja. Also komplett gerne selber kocht. Also ohne Maggi-Fix-Packung und so weiter, sondern wirklich Zutaten nimmt, die zusammenschmeißt, Gewürze zusammenschmeißt, am Ende was Gutes zu essen dann bekommt. Aber ich muss sagen, ab und zu mal so eine Fertiglasagne schmeckt mir irgendwie. Aber auch nur ab und zu. Manchmal denke ich mir auch, bäh, was für ein Fraß kann man doch nicht essen. Und dann habe ich ab und zu mal so eine Phase, wo ich einfach so Heißhunger habe auf eine Fertiglasagne. Frag mich nicht warum. Ich habe die früher öfters mal gegessen. Und irgendwie hat sich das so eingebrannt bei mir, dass Fertiglasagne ab und zu mal ganz cool ist. Wobei mir eigentlich so eine selber gemachte Lasagne viel besser schmeckt als das Zeug. Aber ab und zu habe ich einfach mal Heißhunger drauf. Weiß auch nicht warum.
Ah, das ist auch so das Einzige, was ich so als Fertigfraß eigentlich total gerne esse. Wobei, Fertigfraß, eigentlich so Dosen muss man ja auch dazu rechnen. Aber da esse ich eigentlich auch nur Linseneintopf. Und das dann in einer abgeänderten Variante. Also ich esse nicht, mache einfach nicht so eine Linseneintopfdose auf, ja, und schmeiße sie in den Topf, mache die warm, nein, sondern ich tue die auch noch ein bisschen modifizieren und dann hast du da auch was richtig Leckeres. Zum Beispiel mache ich immer noch Rindswurst mit bei, ja, die wird vorher ein bisschen angebraten, dann noch ein paar Zwiebeln klein geschnitten, klein gewürfelt, auch noch mit angebraten. Dann schmeißt du den Linseneintopf drauf, lässt ein paar Minuten blubbern und zu guter Letzt tust du noch ein paar Chiliflocken mit drauf. Schmeckt mega gut. Das schmeckt dann schon gleich viel anders da. So. Gut. Dann alle Kunden sind weg. Wir beenden mal den Tag. Tag 97 sind wir schon. Insgesamt waren es 67 Kunden. Wir haben fast 70 Kunden erreicht. Wie krass ist das denn? 5.240 haben wir eingenommen. Nicht schlecht. Honig, Puderzucker, Süßigkeiten, Wasserflaschen. Okay. Honig hat sich im Preis verändert. Gehen wir mal auf. Nicht 23, 33. Honig. Süßigkeiten. Ach komm, geh mal. 73. Puderzucker war es, glaube ich, noch. Und noch irgendwas. Das habe ich jetzt. War das nicht der? Habe ich. Das war der. Okay. 7. Was nehmen wir da? 29. Und es war doch noch irgendwas. Es war doch noch irgendwas. Wasserflaschen. Gut, Wasserflaschen waren es. Genau. Da gehen wir auf. 2. Ja, 95 weiß ich nicht, ob das nicht ein bisschen zu arg hoch gepokert wieder ist. Aber andererseits, komm, wir machen das einfach mal so. Ja, lieber halt eigentlich ein bisschen günstiger verkauft, als am Ende gar nicht verkauft. So, da ist immer noch kein Platz. Bleichmittel kann ich hier gerade mal reinstopfen. Ich setze mal die erste Bestellung ab, was wir auf jeden Fall noch machen müssen, bevor ich es wieder vergesse. Also, hat eigentlich Zeit, aber wir machen das halt immer so. Ist die Rechnung bezahlen. Und dann sortiere ich jetzt erstmal hier die Sachen ein. Dann können nämlich die Kollegen schon mal anfangen mit dem Einräumen, bevor die dann wieder faul hier draußen rumstehen. Ich kenne ja meine fleißigen Bienchen hier. So. Kann es sein, dass ich zu viel Pommes bestellt habe? Naja, schadet ja nicht. Gut, ich glaube, das waren die Lasagne, wo ich gerade reingestopft habe. Müsste passen. Oder? Ja, sieht gut aus. Okay, machen wir weiter. Ich meine, so fertig essen ist halt manchmal schon praktisch. Es schmeckt zwar nicht wirklich gut im Vergleich zu selber gekochten natürlich. Ja, das ist natürlich immer besser. Aber wenn es mal schnell gehen muss, dann ist so eine Dose mal aufmachen oder ein Gericht in die Mikrowelle schmeißen, ist halt auch eine Lösung. Hauptsache man hat erstmal was gegessen. Aber halt, ich glaube, zur täglichen Ernährung sollte man das nicht erzielen. So, Chips. Muss ich gerade mal schauen, das war die andere Sorte. Die rot-schwarze. Da nehmen wir 4 Kisten mit. Dann brauchen wir die Honeybees. 1, 2, 3, 4. Haben wir somit auch wieder auf die Liste gesetzt. Honig ist leer. Oh, habe ich sogar hier gerade schon offen gehabt. Habe ich aber wieder weggeklickt. 1, 2, 3. Oh, kann ich gerade gar nicht so viel bestellen. Da brauche ich gleich nochmal 4 Stück. 1, 2, 3, 4. Gut, von den Bierflaschen haben wir noch genug da. Da hatte ich ja mal einen ordentlichen Vorrat aufgefüllt. Butter könnte man dann demnächst mal bestellen. Moussaka hätten wir theoretisch auch noch da. Brauche ich auch erstmal nicht bestellen. Krabbensticks wird wahrscheinlich bald ein bisschen eng. Hähnchen brauchen wir jetzt auf jeden Fall mal. Hähnchen bestelle ich jetzt mal wieder mit. 2, 3, 4. Dann habe ich noch 2 Slots frei. Würde ich jetzt einfach mal nutzen für den Basmati-Reis, weil ich den gerade sehe. Nehmen wir einfach mal hier noch ein bisschen was mit. Dann haben wir das schon mal. Sortiere ich gerade mal wieder ein. Dann können nämlich hier die fleißigen Bienchen gleich wieder weitermachen. Das stopfen wir alles gerade mal ins Lagerregal rein. Ups, nicht aufmachen, sondern da reinstellen. Und nochmal Hähnchen.
Irgendwie sieht das eine Regal hier vorne schon wieder ziemlich leer aus. Bis wir hier einmal außen rum sind, ist immer schon wieder das Regal vorne leer. Das ist natürlich dann immer schwierig. Ein ewiger Kreislauf. So, da habe ich noch eine Packung. Stapfen wir gerade nochmal da rein. Dann haben wir hier den Basmati-Reis, den ich einfach mitbestellt habe, weil ich halt noch zwei Slots frei hatte. Ich jetzt nicht großartig suchen wollte, was ich nachbestelle. Und das war ja eh fast leer. So, der Honig, der kommt da oben rein. Habe ich 6 Mal bestellt insgesamt, damit wir da wieder komplett den Vollrat voll haben. Das sollte dann wieder einige Tage lang reichen. Dass wir da wieder nachbestellen müssen. Und das war halt so der Grundgedanke dahinter, dass ich halt nicht von jedem Produkt jeden Tag immer 1-2 Kisten bestelle, sondern halt von einzelnen Produkten halt dann mal eine große Menge, damit ich nicht 1000 Produkte irgendwie eintippen muss in die Suche. Gefühlt. So. Und das System funktioniert auch, finde ich, eigentlich recht gut. Bei dem einen oder anderen Produkt könnte man das vielleicht nochmal ein bisschen mehr ausbauen. Ja, dass da auch ein bisschen mehr Vorrat vorhanden ist. 4er-Pack Eier bräuchte ich auch nochmal. Eier, 4er-Pack. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele von den kleinen Packungen immer ins Regal gepasst haben. Ich habe jetzt nochmal 10 Stück bestellt. Ich muss das mal abzählen, dann wie viel da reinpassen. Ich denke mal 9 rum wahrscheinlich oder vielleicht sogar mehr. Müssten sogar mehr sein. Egal, wir haben jetzt auf jeden Fall von den 4er-Packungen Eier genug da. Die sollten dann wirklich auch mal lange halten. So. Gut, ich wollte dann da hinten auch noch nach dem Regal gucken. Da sind die ganzen neuen Produkte. Die sind aber schweineteuer. Wahrscheinlich werde ich davon jetzt auch wieder nichts auf Vorrat bekommen, weil das ist noch ein bisschen viel Geld, was wir dafür bräuchten. So, da haben wir jetzt 369. Also 18 Kisten könnte man da reinstopfen. Theoretisch insgesamt. Muss ich gerade mal gucken, bei den neuen Produkten, was bräuchte man da unbedingt? Eigentlich gar nichts. Okay, das ist doch schon mal beruhigend. Wir bräuchten da nichts unbedingt. Aber Käse brauchen wir noch. So, dann haben wir davon auch wieder einen Vorrat. Die neuen Produkte bestelle ich dann einfach jetzt dann nach, wenn wir geöffnet haben. Oh, jetzt habe ich da den Käse reingestopft. Entschuldigung, der gehört eigentlich dorthin und dort gehört die Hot-Hot-Soße hin. Ich habe die Hot-Hot-Soße rausgelöscht, die war auch leer. Upsi. Okay, eine Kiste kann ich nachbestellen. Hauptsache, ich habe das Etikett wieder da. Weg damit. Da haben wir die Hot-Hot. Genau, die kommt dorthin. Gar nicht gesehen, dass die auch leer ist. So. Da haben wir hier noch ein paar Kisten von dem Käse. Und dann... Oh, wir sind schon wieder bei 34 Minuten Folgenlänge. Das heißt, wir kommen dann ans Ende dieser Folge und wir können dann direkt in der nächsten Folge den Markt wieder eröffnen. Da haben wir eh kein Geld mehr übrig, um Sachen zu bestellen. Und dann verdienen wir ein bisschen Geld noch dazu und dann, ja, ich mache mir mal Gedanken, ob wir die neue oder die nächste Lizenz dann noch kaufen demnächst, sobald wir genug Geld dafür haben. Weil ich glaube, wir würden das schon irgendwie hier unterkriegen. Wenn es natürlich dann alles ungekühlt ist, die ganzen Flaschen, dann haben wir natürlich ein Problem. Aber da wird sich dann auch schon irgendwie eine Lösung finden lassen. Vielleicht keine schöne, aber es würde sich eine Lösung finden lassen, da bin ich mir auch ganz sicher. Na gut, ich würde sagen... Wir kommen zum Ende der Folge. Ich hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat. Falls ja, dann würde ich mich sehr über ein Like freuen. Gerne auch den Kanal abonnieren, gerne auch den Discord-Server beitreten. Wer möchte, kann auch gerne den Kanal mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Das würde dem Kanal sehr weiterhelfen und dir natürlich auch Vorteile verschaffen. Und genau, falls ihr auf der Suche seid nach diesem Spiel oder auch anderen Spielen, auch für Konsolen und so weiter oder Guthabenkarten für die Konsolen, dann schaut mal in die Videobeschreibung. Dort ist ein Affiliate-Link, der führt euch zu Instant Gaming. Dort könnt ihr euch günstig und legal Spiele kaufen und wenn ihr das über den Link macht, unterstützt ihr auch den Kanal. Für euch kosten die Spiele trotzdem nicht mehr. Dann vielen Dank dafür die Unterstützung und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Euer Tommy. Tschüss.